Antrag der Nordsee College Besitzgesellschaft ist in letzter Instanz abgewiesen worden. Zur Freude der Lister Gemeinde. Denn die Besitzgesellschaft, die Eigentümerin des Kasernengeländes ist, wollte nach Scheitern ihrer Internatspläne den Bau von über 300 Wohnungen erzwingen. Wie es mit dem Gelände nun weitergeht, ist weiterhin unklar. Die Gemeinde lasse sich beraten, so Lists Bürgermeister Wolfgang Strenger. Das Vorhaben, die Stranddistel in Kampen anzusiedeln, scheint zu funktionieren. Die Pflanze ziert seit Jahrzehnten das Wappen von Kampen und so war es der Gemeinde und der Naturschutzgemeinschaft eine Herzensangelegenheit, im Herbst letzten Jahres Setzlinge in der Nähe der Buhne 16 zu pflanzen. Nun sind erste Erfolge sichtbar, die Disteln haben den Winter gut überstanden. Prominente Unterstützung bekommt das Projekt von Modedesignerin Iris von Anim und dem Bademodenlabel Villebrequin. Beide sind mit Stores in Kampen vertreten und nutzen die Stranddistel für ihre limitierten Kollektionen, aus deren Erlösen die Anpflanzung unterstützt wird. Zahlreich sind momentan Lämmer mit ihren Müttern im Listland anzutreffen. Deshalb werden Hundebesitzer gebeten, dort auf jeden Fall die Leinenpflicht zu beachten. Auch Autofahrer sollten sich an die Geschwindigkeitsvorgaben halten. Denn in letzter Zeit kam es aufgrund der freilaufenden Tiere zu mehreren Unfällen. Wem ein solcher Zwischenfall widerfährt, sollte sich umgehend bei der Polizei in Westerland melden.